In diesem Video geht es darum, warum dich dein Equipment deinen Erfolg kostet, im Prinzip den Erfolg deiner DJ-Karriere. Warum dich dein Equipment davon abhält, als DJ erfolgreicher zu werden. Dieses Video knüpft im Prinzip an das vorherige an, wie dich im Prinzip die DJ-Equipment-Industrie immer täuscht und dir das Geld aus der Tasche zieht. Und hier gehen wir noch einen Schritt weiter. Im Prinzip, wir vergleichen mal, wo liegt der Unterschied, wenn du eben 1000 Euro zum Beispiel in Equipment steckst und 1000 Euro wirklich in deine Skills, in deine Ausbildung und in Marketing und so weiter. Ja? Wo kommt mehr rum? Wo hast du mehr davon? Dranbleiben bis zum Ende lohnt sich also. Abonnier den Kanal, nur dann verpasst du nichts und wir starten gleich rein nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Patrick, ich bin der Gründer dieser Online Academy und ja, wir wollen heute mal auf ein ganz, ganz wichtiges Thema eingehen, nämlich warum dein Equipment sozusagen sich sogar noch davon abhält, als DJ erfolgreicher zu werden. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem in der DJ-Szene heutzutage ist. Wir bekommen nämlich immer wieder Nachrichten per Social Media, wo uns ja Leute fragen, sollen sie eher dieses oder jenes Equipment holen, ja, welches ist besser, welches ist eher für sie geeignet und so weiter, ja, wo wir teilweise auch schon, wenn du das siehst, Grüße gehen raus, Anfragen bekommen haben, eben ob man denn bei uns in der Academy Mitglied werden kann, natürlich jederzeit, aber das Ganze gibt es natürlich auch nicht umsonst und es dann eben hieß, ja, die Mitgliedschaft kann ich mir nicht leisten aktuell, kriege ich finanziell einfach nicht gebacken, aber kurze Zeit später, ein, zwei Tage später, kam die Nachricht, soll ich mir jetzt RX holen oder den RX2 für 1500 Euro, wo ich mich dann auch frage. Also irgendwie kam die Message dann wohl noch nicht so ganz an, weil wer eben noch so verhältnismäßig am Anfang seiner DJ-Karriere steht und dann sagt, ich habe kein Geld, um mich als DJ zu verbessern, auszubilden, meine Skills eben auf ein höheres Level zu heben, um mehr Aufträge zu bekommen, um anständige Gagen dafür zu bekommen und so weiter. Aber dann auf der anderen Seite 1500 Euro in Equipment stecken möchte, der wird meines Erachtens nie erfolgreich werden oder jedenfalls nicht so schnell, weil da stimmt einfach das Mindset sozusagen nicht so ganz. Da werden die Prioritäten falsch gesetzt und deswegen hier dieses Video darüber, um euch im Prinzip mal ein bisschen wach zu rütteln. Genau, also. Angenommen, du investierst mal 1000 Euro in neues All-in-One-MIDI, Standalone-Player, was auch immer, ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, 1000 Euro in DJ-Equipment zu stecken. Ja, das heißt, trotzdem jetzt mal unter der Annahme im Prinzip, du hast schon grundsätzlich DJ-Equipment, mit dem du gut auflegen kannst, ja, mit dem du alles machen kannst, was man als DJ so machen muss, ja, und dass du eben auch schon anständig auflegen kannst. Wenn du wirklich bei Null bist, brauchen wir nicht darüber reden, dass du dir natürlich DJ-Equipment anschaffen musst, das ist ganz klar. Es geht darum, du hast eigentlich schon ein Setup, das passt, ja, du kannst auch auflegen und du willst jetzt eben richtig durchstarten. Mehr Aufträge, mehr Gage, mehr Leute mit deiner Musik begeistern, eben wirklich, ja, jetzt mal hier Butter bei die Fische. So, das heißt, Pro wäre natürlich, wenn du dir jetzt was Neues holst und dein Altes dann verkaufst, verstauben lässt, was auch immer. Ja? Also, ne, du hast was, holst dir was Neues. Pro, hoffentlich, wenn du dann anständigen Kauf getätigt hast, ist, du hast ein paar neue Funktionen mit an Bord. Klar, der technische Fortschritt geht immer mit, ja, heißt eben schneller, leichter, besser, was auch immer. Bessere Verarbeitung, höhere Langlebigkeit. Natürlich freuen wir uns auch immer, wenn wir uns was Neues gekauft haben. Es macht richtig Spaß, dann da dran rumzuspielen, neue Sachen zu entdecken und eben alles auszutesten. Keine Frage. Ist also an sich natürlich was Neues zu kaufen, ist erstmal cool und könnte man auch meinen, macht doch Sinn. Warum denn nicht? Ja, denn du wirst hoffentlich dann eben damit besseres Mixing erzielen. Ja, es macht Spaß, mehr Spaß es zu benutzen eben. Und hoffentlich kommt eben auch beim Gast dann was an, beim Publikum, dass da der Hörgenuss auf jeden Fall auch nochmal steigt, dass sich das Ganze eben gelohnt hat. Aber, ja, Kontra ist natürlich, du sparst dafür Monate oder Jahre, je nachdem. Ja, gerade eben Jüngere unter euch, die müssen dann schon länger sparen oder müssen auf Weihnachten oder Geburtstag oder irgendwas warten und so. Müssen es vielleicht dann auch den Eltern wieder zurückzahlen oder eben auch, wenn du es alles schon, wenn alt genug bist, alles für dich machst, dann sind 1000 Euro trotzdem eine Stange Geld. Ja, das muss man erstmal haben. Wenn man es ausgegeben hat, ist das Geld natürlich auch dann im Gerät gebunden.
Das heißt, ja, es ist sozusagen eingefroren. Und wie das so ist bei Technik, egal ob Handy, Laptop, Fernseher, hier DJ-Equipment, nach dem Kauf im Prinzip, du machst den Karton auf und der Wiederverkaufswert sinkt schon mal eine ganze Menge und wird natürlich dann auch in Zukunft nicht besser. So, du hast dann natürlich auch, und das ist jetzt der wesentlichste Punkt, worum es hier geht, keine Möglichkeit mehr, dieses Geld in andere Dinge zu investieren, weil es eben in diesem Gerät gebunden ist. So, das heißt, du hast eine enorme finanzielle Belastung, aber die Auswirkungen auf deine DJ-Karriere ist fraglich. Hatten wir auch schon im letzten Video eben diese Nuancen, die dieses neue DJ-Equipment dann ausmacht. Sind die wirklich spürbar für den Gast, für das Publikum? Sind die hörbar? Würdest du wirklich sagen, dass du jetzt so viel besser bist, dass sich das auch wirklich in dem Maße gelohnt hat, wie du auch eine Menge Geld ausgegeben hast? Oft schwierig auf jeden Fall. Denn wir erinnern uns, das neue DJ-Equipment potenziert lediglich das, was da ist. Ja? Das heißt, wenn du grundsätzlich schon mal auf einem ja, eher Anfängerniveau bist, dann wird dir auch das neueste und beste Equipment nur bedingt was bringen. Weil es dann eben erstmal andere Baustellen gibt, wie deine DJ-Skills, ja, und was eben noch alles dazugehört. Das Problem ist ja dann auch noch, dass es dabei meistens nicht bleibt. Ja? Das heißt, da entsteht so eine Endlosschleife des Sparens, weil man immer wieder Geld ausgibt für, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gerät ersetzt habe, mir ein neues geholt habe, dann will ich vielleicht das nächste ersetzen. Ja, habe ich mir einen neuen Mixer geholt, dann kommt vielleicht noch irgendwie ein neuer Turntable raus, brauche ich den noch. Ja. Oder es gibt irgendwelche neuen MIDI-Controller. Das heißt, wenn ihr ein größeres Setup habt, gibt es da verschiedene Geräte und die könnt ihr ja alle immer in so einer Endlosschleife erneuern. Ja. Das heißt, ihr fangt irgendwo an, habt dann nach ein paar Monaten, Jahren alle fünf Geräte, die ihr so nutzt in eurem Setup, ersetzt durch ein neueres, dann könnt ihr gerade wieder bei eins anfangen. Und oft ist es natürlich auch so, dass logischerweise nicht nur dann so ein Mixer einmal pro Menschenleben erneuert wird, sondern das sind ja auch alle paar Jahre kommt da wieder was Neues. Ja? Das heißt, du kannst für dasselbe Gerät immer wieder neu Geld ausgeben und darauf sparen und eben auch noch für die verschiedenen Geräte in deinem Setup. Das heißt, viele Technikliebhaber unter euch sind eigentlich am Dauersparen, weil sie immer ja, wieder mitbekommen und natürlich auch von der Werbung der Equipmentindustrie so zugeballert werden, dass wieder was Neues rausgekommen ist. Und die haben natürlich dann auch immer gute Gründe liefern, warum man das jetzt wieder noch braucht und nur das einen erfolgreich macht und du nur dadurch eben in deiner DJ-Karriere weiterkommst. Auch wenn das schon beim letzten Gerät versprochen wurde, aber bei dem ist es jetzt dann wirklich so. Ja. Es ist halt eben so, ja, wir erinnern uns, dein DJ-Equipment trägt nicht zur Entwicklung eben deiner DJ-Karriere bei. Ja, vielleicht in einem gewissen geringen Maße, ja, natürlich, weil wenn du kein anständiges DJ-Equipment hast, kannst du ja sowieso schon mal auch nicht anständig auflegen. Aber hier geht es jetzt darum, dass du ja eigentlich schon grundsätzlich gut ausgestattet bist und sich eben ganz viele Leute immer wieder noch neues, teures Equipment holen und das hält dich eben sogar noch vom Erfolg deiner DJ-Karriere ab, weil du kein Geld mehr hast, um das in deine Ausbildung, deine Skills, in Marketing und was auch immer zu investieren. Und deswegen haben wir jetzt mal angenommen, du investierst alternativ ja, in deine DJ-Skills und in dein DJ-Business. Und haben wir mal eine Tabelle aufgesetzt, eben ne, 1000 Euro in Equipment oder 1000 Euro in das alles zum Beispiel. Ja. Das heißt, wenn du diese 1000 Euro nimmst, dann kannst du ein professionelles Fotoshooting von dir machen lassen. In einem Studio-Setup, ja, wo auch immer. Geile Fotos, die du für dein Demo-Kit nutzen kannst, die du für Flyer und so weiter nutzen kannst, die du für Social Media nutzen kannst. Einfach eine Serie an geilen, hochqualitativen Bildern, die dich gut präsentieren. Enorm wichtig. Ja? Website, 200 Euro. Wenn du dir da ein paar Templates holst, deine Domain sicherst, noch ein paar Plugins kaufst und so weiter. Also mit 200 Euro bist du auf jeden Fall dabei. Du musst die vielleicht selber bauen, aber das ist heutzutage auch nicht mehr so Rocket Science. Ja? Das ist kein Ding. Also 200 Euro Website gehört eigentlich heutzutage auch zum Muss. Haben trotzdem viele nicht. Warum? Weil sie eben vielleicht immer so viel Geld in DJ-Equipment stecken. Kannst dir DJ-Kurse holen, ja, sei es jetzt irgendwie monatlich mal ein Fuffi oder irgendwo Einmalzahlung 100 Euro, was auch immer. Ja, ist natürlich nicht Lifetime, aber muss ja mal irgendwo anfangen. Ja, also 100 Euro jetzt schon mal für ein, zwei Monate in DJ-Kurse stecken, auch schon mal geil. Visitenkarten drucken, auch ein Must-Have, zwar nie, kein Problem. Image-Videos, natürlich schon mal ein bisschen was Aufwendigeres. Da musst du dich ja einen Kameramann begleiten, am besten dazu Gigs, ja, da geile Aufnahmen machen, schneiden. Ist natürlich ein bisschen teurer, aber haben auch ganz wenige ein richtig geiles Image-Video. 200 Euro ist heutzutage auf jeden Fall auch möglich, das zu realisieren.
Dann Fotograf während Auftritten, ähnlich wie beim Imagevideo, ne, dass der mit zum Auftritt kommt. Auch hier, hol dir da mal für 1, 2, 3 Gigs jemanden, der dich da begleitet und geile Fotos von dir macht in deiner natürlichen Wildbahn, wenn du eben auflegst. Auch ganz, ganz wichtig, um deine Social Media weiter zu füttern, um es auf die Website zu packen, um ja, Social Proof zu erzeugen, dass du eben wirklich am Auflegen bist und das immer geil ist. Deswegen auch eine sehr wichtige Investition. Logo designen lassen, ja, Fiverr.com und so weiter, gibt viele Plattformen, wo du dir jemanden holen kannst, der deine Idee umsetzt. Ja, also wir empfehlen dir nicht, dass du einfach nur zu irgendjemandem sagst, mach irgendwas, sondern sollst dir schon selber mal was überlegen, ne, Skizzen machen und so weiter und das dann halt in Auftrag geben, dass so das finalisiert wird. Also 30 Euro auch kein Ding heutzutage. Livestreaming-Equipment machen auch nur verhältnismäßig wenige. Wenn du selber noch keine Plattform hast, weil du keine Aufträge bekommst, dann schaff dir selber deine Plattform. Heutzutage im Internet, YouTube, Facebook, Instagram, Periscope, Twitch, keine Ahnung, du kannst überall streamen. Ja, dann holst du dir halt dafür noch ein bisschen Streaming-Equipment, ist jetzt auch kein Riesending, paar Kabel, 1, 2 Geräte, vielleicht eine normale Cam, vielleicht kannst du es ja eben sogar mit deinem Handy oder so machen. Alles kein Thema heutzutage. 100 Euro hast du schon mal ein geiles Livestreaming-Setup. Und als letztes kannst du noch in Ads investieren. Ja, du hast dann immer noch 150 Euro über. Und wenn du 150 Euro in Ads investierst, sei es jetzt, dass du generell dein Image-Video verbreitest, Fotos von dir oder dass du noch freie Dates im Kalender hast, was auch immer, da wirst du auf jeden Fall auch schon sehr weit kommen. Ja, das heißt, wenn wir das alles mal addieren, sind wir bei 1000 Euro genau, wie wenn wir jetzt im Prinzip 1000 Euro für einen neuen Mixer zum Beispiel ausgeben würden. Und ich kann dir auf jeden Fall garantieren, wenn du das alles machst, ja, und das musst du ja auch selber mal bewusst werden, wenn du jetzt diese riesen lange Liste mal siehst, wenn du das alles machst und sich das gegenseitig ja auch noch potenziert, ja, weil du das immer wieder verwenden kannst, du kannst manche Sachen für deine Website verwenden, ja, du kannst die Werbung wieder verwenden für deine Website und du leitest von deiner Website wieder Leute auf deine Social Media Kanäle und so weiter und so fort, das spielt ja alles noch ineinander. Wenn du das alles machst, einzeln wäre es schon geil, ja, mahnen schon viele Leute nicht, aber wenn du das alles machst und umsetzt, dann kann ich dir definitiv garantieren, dass das wirklich zum Erfolg deiner DJ-Karriere beitragen wird, weil das auch ganz konkrete Maßnahmen sind, die dafür sorgen, dass du mehr Reichweite bekommst, mehr Aufträge bekommst, dein wahrgenommener Wert steigt, du dadurch auch eine höhere Gage verlangen kannst, du bist in einer besseren Verhandlungsposition, weil du eben dann ja, ein professionelles Auftreten hast, weil du zum Beispiel große Social-Media-Kanäle hast und so weiter. Ja, das sind alles Sachen, die wirklich dazu führen, dass du als DJ größer, erfolgreicher wirst. Und wie wir es ja auch in dem Video von der DJ-Equipment-Industrie schon angesprochen haben, oft ist es ja so, wenn du dann mal ein gewisses Level erreicht hast, dann bekommst du ja das Equipment sogar gestellt. Ja? Das heißt, du kommst in den Club zum Beispiel oder auf ein Festival irgendwo hin und da steht schon alles. Das heißt, du musst nicht mal mehr deinen eigenen Kram mitbringen, wohingegen der, der irgendwie immer noch am Anfang seiner DJ-Karriere rumkrebselt, weil er die ganze Zeit sein Geld mit DJ-Equipment verschwendet, immer noch selber sein Zeug schleppen muss und sowieso auch auf nicht so geilen Events auflegt. Ja? Außerdem kannst du zum Beispiel, wenn du unbedingt mal bei einem Gig mit besserem Equipment auflegen möchtest, dir das Equipment leihen. Ja, 50 Euro für den neuesten, modernsten Pioneer-Mixer beim Technikverleiher ist machbar, ja. Oder wenn es ein Huni ist, keine Ahnung. Das wäre auf jeden Fall schon viel. Aber eben, wenn du eine anständige Gage bekommst, dann kann man das auch mal verkraften. Und wenn du wirklich der Überzeugung bist, dass du dadurch eben noch geiler auflegst, okay. Aber es sind wenigstens keine 2000 Euro, die du da versenkst dann für den Mixer. Und so bist du auch noch dann auf der sicheren Seite, weil der immer gewartet ist, ja, im guten Zustand ist. Hast keinen Stress, falls das Ding mal abkackt, ne? Also es hat alles viele Vorteile, wenn man eben nicht Hunderte und Tausend Euro in sein DJ-Equipment steckt. Und ich hoffe, wir sind uns auf jeden Fall einig, dass das hier mehr dazu führen wird, dass du als DJ wirklich erfolgreich wirst und eben nicht neues Equipment zu kaufen. Unter der Annahme, dass du schon ein anständiges DJ-Setup hast. Und ein anständiges DJ-Setup ist eben ein DJ-Setup, wo dich vielleicht nicht deine DJ-Kollegen dafür bewundern und wo du nicht selber denkst, so, oh mein Gott, das ist ja das heftigste Raumschiff, was ich hier stehen habe, sondern ein DJ-Equipment, das dich anständig, solide dabei unterstützt, dass du deinen Job gut ausführen kannst. Mehr brauchst du nicht. Wie viele DJs da draußen gibt es, die immer noch ihr Equipment von vor 10 Jahren haben? Ich habe zum Beispiel auch immer noch einen analogen Xone 42 Mixer. Das war mein erster anständiger Mixer, den ich habe. Den hole ich immer noch mal wieder raus. Warum denn auch nicht? Ja. Und deswegen, ganz, ganz wichtig, lass dich da nicht so blenden von der PR, von deinen anderen DJ-Kollegen, von deinen eigenen Emotionen, dass du auch so ein Technikliebhaber bist und immer sagst, ah, ich brauche das.
Kannst du natürlich machen, aber sei dir dessen bewusst und setze deine Prioritäten auch ganz bewusst. Wenn du deine Prioritäten auf DJ-Equipment und Geld ausgeben setzt, dann setze deine Prioritäten auf jeden Fall nicht, deine DJ-Karriere voranzubringen. Entscheide dich. Willst du auf dem Niveau bleiben, dann vielleicht mit geilem DJ-Equipment, oder sagst du auch, ich verzichte mal eine Zeit lang darauf, mach erstmal hier sowas, was mir wirklich was bringt, bekomme dadurch auch anständige Gage und dann hole ich mir halt später noch geileres Equipment. Ja? Aber erst, wenn deine DJ-Karriere dann auch wirklich läuft. Ja, ich hoffe, dass wir dir hier ein bisschen ein neues Bewusstsein schaffen konnten, vielleicht ein bisschen wachrütteln konnten. Deswegen, wenn du noch weitere Fragen hast, dann kommentier einfach und teile das Video auf jeden Fall mit deinen DJ-Kollegen, dass die nicht auch diesen Fehler machen. Und wie immer dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach dein Leben zur Party. Dein Patrick von Auflegen mit Erfolg.